Und da sind wir auch schon wieder mit dem nächsten Part. Digimon World Next Order. Und ich habe offline noch so ein bisschen trainiert und habe gerade wieder Fähigkeiten dazu bekommen. Machen wir denn hier? Steigert Weisheit und MP-Training. Das können wir auf jeden Fall gerade gut gebrauchen. Gucken wir mal, ob das jetzt ordentlich was ausmacht. Geht, oder? Wir haben vorher 16 bekommen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wofür die Zeichen da sind. So, gucken wir mal. Haben unsere Partner irgendwas Neues gelernt? Nicht wirklich, ne? Aber wir gucken noch mal kurz bei Geschichte. So, das haben wir erreicht. Weisheit geht so. Auf keinen Fall. Der hier wird mich vielleicht auch noch interessieren. Aber dann haben wir halt zweimal das gleiche Digimon. Was soll's? Ach, da stehen auch die Effekte. Ich bin auch blöd. Fähigkeitsbonus, Launebonus. Was ist das andere gewesen? War da irgendwo? Nee. Tagesbonus. Oi! Midori! Das ist TV. Transvestit? Sehr schön. Einmal noch, dann haben wir das auch geschafft. Aus. Ausdauer wahrscheinlich, ne? Ja, komm einmal. Weil der Rechte brauchte das, ne? Machen wir beim Linken. Der hatte nicht so viel Stärke. Machen wir nochmal Stärke und dann können die auch pennen gehen. Oh, Jasmin? Irgendeiner hat mir im Discord geschrieben. Okay. So gefräßig. Sicherheit einfach nochmal. So, haben wir irgendwas Neues gekriegt? Das haben wir, Gewicht. Ja, das werden wir jetzt nicht so leicht hinkriegen. Au, alles tut weh. So. Die Siege sollte kein Problem sein. Alter, wer schreibt mir hier? Muss ich gleich beantworten. Erstmal brauchen wir Klo.
Butter. Jetzt machen wir Digimon platt. Denn wir brauchen 30 Siege. Und dann sammeln wir noch ein Nüsschen ein. Ja. Pilz. Jetzt, nee, wir sind nicht da lang gegangen, wir sind da lang gegangen, ne? Ah, der wollte zum Beispiel schon nicht mehr kämpfen. Und tschüss. Bleib mal auf dem Teppich hier. Ich kann ja nicht für alles hier loben immer mit euch. Hinten war ich glaube ich noch gar nicht, oder? Da war ich hier noch nicht, ich weiß es gar nicht mehr. Nee, hier war das doch, wo die so stark waren, genau. Mal, ob wir den besiegen können. Der kriegt auf jeden Fall schon mal weniger Schaden. Oder hat mehr HP, je nachdem. Aber wir haben ja mittlerweile genug HP, ne? Und es steht halt zumindest 2 gegen 1. Das ist auch nochmal ein Vorteil von uns. Take it. Bin ich denn gerade lang gelaufen? Bin ich Panne oder so? Nicht doch nur da hinten lang gelaufen sein, oder? Oder bin ich da? Wir müssen eh zum Sch- Haltet durch! Gehen die wohl zu zweit auf Toilette? Hier lang gegangen? Alter, ich bin gerade voll verwirrt. Hier lang bin ich gegangen, ey. War auch voll Panne. Oder? Mit ein anderes Digimon. Gut, dass es sich nicht gewehrt hat, das hat die Sache irgendwie leichter gemacht. Ich finde es aber auch gut, dass hier relativ viel Nahrung auch so rumliegt.
Irgendein Vieh fliegt hier die ganze Zeit rum und krabbelt an mir rum. Kann ich die wohl auch besiegen? Alter, hat der meinem Digimon gerade mega Schaden gemacht oder bilde ich mir das nur ein? Alter! Wir sollten die Flucht ergreifen. Falsche Richtung. Immer noch nicht stark genug für die. Frage ist, wo sollen wir denn dann lang gehen? Weil wenn wir das Vieh nicht besiegen können, der hat uns ja ziemlich einfach vor allen Dingen platt gemacht. Aber die schaffen wir immer noch. Boah. So, gucken wir mal eben die Story hier. MP braucht er auch hoch. Er braucht Ausdauer. Okay, Werke. Frage ist, wie lange meine Digimon noch überleben. Kann ich dem noch ausweichen? Scheint so. Gut aus. Höheneingang. Kann ich auch in die Stadt kriegen? Dieses Pseudo-Palmon. Wie stark ist der? Wie stark ist der? 7! Vor allem auch noch 3 Stück direkt. Sind einfach noch nicht stark genug. Das stört mich gerade so ein bisschen. Weil ich weiß jetzt nicht so recht, wo ich halt weitergehen soll, ne? Weil ich will ja auch nicht die ganze Zeit vor eurer Nase die trainieren, auch wenn das halt ja einen Großteil des Spiels ausmacht, ne? Auch so stark. Wir werden auf jeden Fall eine höhere Stärke brauchen. Das ist doch krass, dass halt ein Champion oder zwei Champion Digimon nicht gegen ein paar Rookies ankommen. Ah, leck mich doch. Stehen aber auch immer ungünstig im Weg. Ich weiß nicht, wie ich an den vorbeikomme. Die stehen total scheiße da. Vielleicht. Ah, über die Ecke könnte ich es schaffen. Was? Sonst haben wir keine Chance, dann müssen die ja platt gemacht werden. Also, meine Digimon leider. Weil, wie ihr seht, ich kriege auch einfach nicht genug Schaden auf die hin, ne? Und die machen dafür richtig viel Schaden.
Das war's. Alter, der Riesenpranken. Sagt, als Tamer, als Mensch, als Held. Es tut mir so leid. Ich frage mich immer, zu wem soll ich denn da gehen? Zum Heilen. Was? So, damit konnte ich online kämpfen. Ich glaube, da werde ich keinen mehr finden. Ach so, hier hätte ich auch noch... Ach, hier hätte ich die ganze Zeit noch Items abholen können. Können wir mir vielleicht was darüber sagen? Nee. So, hier kann ich auch noch, vielleicht hätte ich die mal eher ansprechen sollen. Hier kann ich auch noch erfahren, wo noch Digimon in der Nähe sind, wohl offenbar. Weiß trotzdem nicht, wie ich mich jetzt hier heilen kann, weil ich habe nicht die Items dafür. Also früher gab es auf jeden Fall dafür ein Digimon, was die heilen konnte. Ups. Vielleicht noch ein Cluster? Nee. Mal, können wir eins kaufen? Auch nie. Was soll ich denn jetzt machen? Bin gerade ein wenig irritiert. Ich würde aber sagen, an der Stelle machen wir mal Schluss und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielleicht habe ich bis dahin auch die Möglichkeit gefunden, die zu heilen oder so. Bis dann und ciao.